Mahlzeit und liebe Grüße von Mallorca und vom Dicken und herzlich willkommen bei dieser Bauchhof-Sendung. Und ja, jetzt kann ich mal so ein bisschen zeigen hier. Also ich sag's direkt von Anfang an, ich werde hier die ganze Zeit niemals alles zeigen. Ich will hier meine Ruhe haben. Und trotzdem möchte ich euch auf dem Laufenden halten. Und so bin ich jetzt hier gerade auf meiner Terrasse. Ich versuche hier mal, kann ich vergessen. Ich muss das umdrehen hier und hoffe, dass ich so ein bisschen zeigen kann. Also die Terrasse habe ich gestern hier mal ein bisschen abgefegt und jetzt wird die noch geputzt und alles. Und dann muss der Tisch da, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich glaube, der kommt weg. Ja. Dann habe ich da einen kleinen Hühnerstall. Aber der ist eigentlich nur für Kükis da. Und die Kükis, die ich jetzt bekomme, die sind groß genug, um hier jetzt auch frei rumzulaufen. Hier habe ich mir schon meinen Hängemattenplatz gemacht. Hier wird schon gemulcht und kompostiert. Da ist der Garten. Hier geht es bis da hinten an die Mauer und da 2 Hektar, 2,5 Hektar oder so. Ja, das ist ja der Pool. Und das ist jetzt mein Häuschen. Und das wollte ich euch jetzt einfach mal von innen zeigen. Hatte ja schon so ein paar Fotos gemacht. Also hier ist Arbeitszimmer und Atelier. Jetzt muss ich halt... Ach doch, man kann was sehen, ne? Also das iPad macht echt brauchbare Aufnahmen. Hier ist auch noch so ein Sofa hin, was man als beste Gästebett ausklappen kann. Massageliege. Hier ist so mein Basteltisch. Staffelei. So, jetzt hier so weiter. Ins Schlafzimmer, was jetzt auch erstmal sehr provisorisch ist. Da soll noch so ein, Palettenbett hin. Und hier ist die Tür raus, geht es wieder zur Terrasse runter. Den Weg nehmen wir jetzt aber nicht. Wir nehmen den durch die Küche, wo hier noch so ein bisschen Vorratsregal ist. Und ich mache hier mal kurz Licht drin, dann kann man das aussehen. Ein ranziges Badezimmer, das ich wahrscheinlich als allererstes. Ich darf da nicht mit den Fingern sehen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel von der Aufnahme versaut. Ja. Hallo, ich bin das. Immer noch. Ja, das will ich hier verspiegeln, alles, den kompletten Raum, inklusive Decke. Ja. Das ist La Cucina. Habe ich gerade noch gespült. Kühlschrank. Und hier ist mein Wohnzimmer. Mit einem Sofa. Und meinem Sofa. Und hier, wo der Sessel ist, da soll demnächst ein Aquarium hin. Ja, ein Aquarium. Ja. Das war fürs Erste jetzt immer so eine kleine Room-Tour. Ich hoffe, die ist brauchbar. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht die ganze Zeit den Finger vor die Kamera gehalten. Ja, und ich lasse es mir hier gut gehen. Lass mich so gut ich kann fallen. Und fühle mich zu Hause endlich mal wieder nach 4 Jahren. Mit eigenen 4 Wänden. Und also das hatte ich so halt zuletzt mit der Serenity, nicht wahr? Ja, jetzt habe ich das hier. Und das freut mich natürlich sehr. Ich freue mich, dass ich das Vertrauen der Besitzerin genieße und hier halt eben nicht nur diesen Job bekommen habe und das hier ganz offiziell machen darf, sondern hier halt auch ganz offiziell den Garten in den nächsten 5 Jahren essbar machen. So dass das hier
ein bisschen anders aussieht. Und das werde ich Stück für Stück zeigen. Ja, zwischendurch werde ich mal solche Videos machen. Zwischendurch werde ich wieder so Videos machen, wo ich irgendwas mache und dann irgendwie ein Voice-Over drüber lege. Und mal schauen. Ja. Bin mal gespannt, wie das hier weitergeht. Es ist auf jeden Fall jetzt schon geil. Ich sag mal Tschüss mit F und wir sehen uns in Kürze wieder.